Me. I guess they can't get it. Give it up for DJ Yannis. Turn up the bass. My mixes are on fire. Oh, ihr seid ja schon da. Hallöchen. Gerade eben habt ihr den Skin von Bassdrop Janus gesehen. Der kommt jetzt dieses Wochenende in der Odyssee. Andere Odyssee-Skins seht ihr gleich im Patchnotes, die der Doktor machen wird. Und direkt im Anschluss zu dem Patchnotes mache ich die E-Sport-News. Also dann, haut rein, ciao! Danke, lieber Mainzai, an dieser Stelle. Und ich begrüße euch ebenso zu den ersten deutschen Smite-News überhaupt. Die seht ihr sonst nirgendwo. So. Wir befinden uns im Patch, lasst mich mal meine Unterlagen gucken, 2.18. So, in diesem Patch wurde der neue Gott Chiron eingeführt, der große Lehrer. Der Lehrer von, lasst mich mal überlegen, Achilles, den er schon von Geburt an bei sich hat. Dann Ajax, der tapfer gegen Troja in die Schlacht gezogen ist. Und Perseus. Jeder von uns kennt Kampf der Titanen. Wer nicht, angucken. Super Film. Der die Medusa enthauptete. Und damit den Kraken, der von Hades entfesselt wurde, im Film versteht sich, getötet. Ausgelöscht. Radiert! So. Wie gesagt, kommen wir jetzt zu Chiron. Falls ihr eine detaillierte Beschreibung von ihm sehen wollt, es wird demnächst ein Video kommen, wo seine Passive richtig erklärt wird. Sein erster Skill, sein zweiter Skill, sein dritter Skill und die Ulti. Haben wir den mitbekommen? Gut. So. Dann haben wir hier erstmal die ganze Passive. Erster Skill, zweiter Skill, etc. pp. So. Dann haben wir Skins. Ja, neuer Gott. Gott, da braucht halt noch ein Skin. So, hier haben wir Chiron in Jung. Schönen Backbone. So, dann haben wir einen legendären und einen Ultimate Skin für Kepri. So, das ist einmal Gold-Schwarz und Blau-Diamant. So, danach haben wir den Bassdrop Janus in der Odyssey, der nächste Woche kommen soll. So, auf den freut sich ja unser lieber Mainzer so sehr. Haben wir ja in der Einführung gesehen. Danach kommt Furiona Bellona. Ich sag zum Namen nichts. Muss ich ehrlich sagen, interessiert mich nicht, weil ich bin nicht mit dir. So, dann haben wir Ravanna. Was komplett ist der gleiche Skin, nur mit Bart, ohne Bart und Rot und Saint-Farm. Geiles Spiel. Und einmal Nussknacker! Leute werden das bestimmt kennen. Nussknacker Apuch? Nein, nennen einfach Apuch. Ich weiß nicht, ich kann den richtig nicht aussprechen. Tut mir leid. Apua! Und Skiller. Skiller. Jetzt Skiller. Die sind in der neuen Kiste drinne! Wollte ich gerade erwähnen. Da ist. So. Da wo Geld gespendet wird. An uns! YouTube Paid Money. Association Chips Play und so. Hören Sie sich auf, sich einzumischen. Das soll ernst werden. So. Natürlich, zu Chiron hat er halt sein eigenes Voice Pack. Das sehen wir hier. Dann das Avatar, was der Mainzer in den Guides hat. Erster Guide war ja Hauptmenü an sich, Shop etc. Der zweite Teil des Shop, da ist das drin. Hat man ja unten, sieht man ja mit seinen Juwelen, seiner Gunst in Game Geld und wie viele Götter schon die erste Gottstufe erreicht haben. Bin ich nicht sicher. So, dann ganz links hat man dieses kleine Bildchen, das ist der aber da sieht man, geile Face. Und wieder runter. So.
Ja. Dann gibt es den Gnom als Schutzstein. Schutzstein ist... Wart. Nur hier ist das Beste, hier bewegen die sich. So, dann haben wir ein neues Splash-Art für Neve und Bacchus. Der soll kommen. Splash-Art? Splash-Art gibt es. Ja, Splash-Art gibt es. Sieht halt anders aus. So, jetzt kommen wir aber zum lustigen Teil. Und das ist nämlich die neue Karte und der neue Modus. Ja. Die Karte ist 2 Lanes, 5 gegen 5. Saugeil. So, ich weiß nicht, was so los ist. Wir hatten gerade eine technische Störung. Wir entschuldigen uns dafür. So, dies ist ein Mix aus dem Arena-Modus. Und den Arena-Modus habt ihr gesehen. Und der Eroberung. 5 gegen 5, Türme plätten, den Phönix, den Titan. Das Traurige ist, der Modus ist nur bis zum 1. Dezember. So, also reinklotzen. Super geil. So, dann haben wir neue Clan-Level-Icons. Die Clan-Skins wurden gefixt, wie Schatten-Skins. So, es gibt ein paar neue Achievements für Agni und Nuva. So, und der nächste interessante Teil, und das ist der man kann früher aufgeben. Und zwar ist das so. Wenn ein Spiel startet, in den ersten 30 Sekunden ein Spieler DC hat, keine Ahnung, ob Internet abgekackt, egal, wenn er nicht da ist, doch. Dieser in den nächsten 5 Minuten, also Spiel, 5 Minuten, Spielzeit, 5 Minuten nicht wieder auftaucht, können die restlichen Spieler aufgeben. Brauchen nur 2 Befürworter. Das Lustige ist, im Ranked ist das gemeint. Ja, im Ranked werden aber nur 50% von 50% der Punkte abgezogen. So. Die Gewinner kriegen natürlich alles, ist ja logisch. Surrender ist halt Surrender, aufgeben ist aufgeben. Genauso wie wenn man jetzt den Titan bekommt. Der aber nicht da war, der kriegt alles ab. Bestrafung muss sein. So, das ist jetzt halt eine kurze Einführung. So, dann haben wir hier noch ein paar Fixes, aber ist jetzt nur an den ist jetzt halt nur grafisch. Die Götter wurden an sich nicht angefasst. Hat sich eigentlich nicht viel verändert. Da haben wir Chaak, Herkules, Janus, Osiris und Ymir. So. Ach ja, was ich noch erwähnen wollte, es gibt kein Twitch Live mehr, weil das wird irgendwie sowieso nicht verwendet. Meines Erachtens. So, das war's fürs Erste. Und nun gebe ich zurück an Mainzer und den Sportteil. Auf Wiedersehen. Danke, Doktor, für die Patch Notes. Jetzt kommen wir zum Sportteil. Momentan laufen jetzt Super Regionals NA und EU. Da werden entschieden, wer in die Weltmeisterschaft kommt, ab dem 7. Januar 2016. Und wir sind schon bei NA beim Viertelfinale. Da waren TSM vs. Enemy. Da hat Enemy 3-1 gewonnen und TSM erstmal weggekickt. Cloud9 hat gegen Cognitive Gaming gewonnen mit 3-0. Match in den 5. Platz kam dann natürlich TSM vs. Cognitive Gaming. Da hat TSM wiederum gewonnen 1-0, also kommen die doch noch in die WM rein. Und dann kam das Halbfinale in NA, das war glaube ich gestern. Team N5US gegen Enemy, da hat Enemy 3-2 gewonnen.
Dann kam noch das zweite Halbfinale, Team Iga versus Cloud9. Cloud9 hat 2-3 gewonnen, war eine sehr knappe Sache gestern. Ein sehr spannendes Spiel, kann ich nur empfehlen, könnt ihr auf YouTube anschauen. Und dann das Match um Platz 3, also die verloren gerade haben im Halbfinale. Da sind Empire Ice und Iga drinnen, aber da fehlen noch die EU-Mannschaften von Platz 3. Aber die EU hat ja später angefangen, also kommen die bald noch. So, und am 22. November, also diesen Sonntag, ist das Finale zwischen Enemy vs. Cloud9. Ja, wer das Preisgeld bekommen, ne? So, dann kommen wir zur EU. Das hat gestern Abend gestartet. Beziehungsweise geht es jetzt heute direkt weiter. Gestern war das Viertelfinale zwischen den Titan vs. LDN Conspiracy. LDN Conspiracy hat 1-3 gewonnen. Ich hasse euren Namen. Und das zweite Viertelfinale war Paragym vs. Digitas. Da hat Paragym 3-2 gewonnen. Daraus resultiert das Match um den 5. Platz, wer auch noch eine Chance hat reinzukommen in die WM. Titan vs. Diginitas. Boah, hat er es geschafft. Da hat Diginitas 0-1 gewonnen. Somit haben die noch eine Chance bei der WM mitzuspielen. So. Dann kam das Halbfinale Epsilon Esports und Fnatic waren ja direkt im Halbfinale. Das ist heute. Das läuft wahrscheinlich gerade. Epsilon Esports hat vorhin gegen LDN Conspiracy 3-0 gewonnen. Also LDN Conspiracy hat Call of Smoke gesehen. Und zu diesem Zeitpunkt, wie wir aufnehmen, wissen wir noch nicht, wie das Spiel geendet hat, was gerade läuft. Fnatic vs. Paragym. Ja, das war's mit dem Sport und jetzt noch ein paar kleine Side-Facts für zwischendurch. Dr. Freud hat in ihrem Video Smite auf Platz 1 der MOBAs reingehauen. Erstmal, ihr habt's gerafft, dass LOL Platz 2 ist. Und noch zur eigenen Sache, ich werde ja bald casten, also ich werde es üben und dann auch casten, für die WM werde ich üben. Und dort wird jetzt erstmal, also die Casts, die jetzt kommen, werden erstmal nur meine Stimme und Musik sein, mit den Bildern natürlich von denen. Da ich die angeschrieben habe, Pirates, nur leider haben die noch nicht geantwortet. Das dauert bei denen manchmal. So, ich danke, dass ihr uns zugehört habt bei diesen geilen deutschen News. Beste News in Smite, Mainzer, wir sind ganz Smite, haut da rein. Ciao!